Darf's ein wenig mehr sein? Diese Frage kennen wir vom Metzger, wenn er sich beim Aufschnittschneiden etwas deppert angestellt hat oder einfach nur mehr Umsatz machen möchte. Ein wenig mehr darf's aber immer sein, wenn es um Computer und Netzwerk geht. In der letzten Folge der Yesterchips habe ich euch gezeigt, wie man mit einem einfachen Nullmodemkabel und der Software Amiga Explorer eine einfache und kostengünstige Verbindung zwischen einem Windows-PC und dem klassischen Amiga herstellen kann. Eine sehr einfache Möglichkeit, doch fürchterlich langsam. Jetzt steigern wir die Geschwindigkeit, indem wir unseren klassischen Amiga mit unserem heimischen Netzwerk verbinden. Es ist der 1. September 2013 und ihr seht Folge 4 von Mix Yesterchips. Da die Einrichtung eines Netzwerkes nicht so rudimentär und so einfach ist wie die Einrichtung einer Nullmodem-Verbindung, beginnen wir jetzt erst einmal mit einem Grundkurs in Sachen Netzwerkaufbau. Die wohl gängigste Variante eines Heimnetzwerkaufbaus auf privater Ebene besteht zum einen aus einem Router. Und dieser ist irgendwie mit dem Internet verbunden. Sei es nun über ADSL, VDSL oder wie auch immer. Da ihr dieses Video gerade auf YouTube seht, seid ihr ja schon irgendwie mit dem Internet verbunden, also muss ich auf diesen Teil der Netzwerkerklärung jetzt nicht nochmal gesondert eingehen. An diesem Router, hier jetzt im Beispiel die recht populäre Fritzbox, sind sämtliche Endgeräte angeschlossen, welche am Netzwerk teilnehmen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Geräte fest verdrahtet mit dem Router verbunden sind oder eben die Verbindung drahtlos stattfindet. Die Bezeichnungen dafür sind LAN, Local Area Network, das ist die verdrahtete Variante, und WLAN für Wireless Local Area Network. Jedes einzelne mit dem Router verbundene Netzwerkgerät hat seine eigene individuelle Netzwerkadresse. Wenn der Router die recht populäre Bezeichnung 192.168.2.1 hat, so müssen auch die Netzwerkadressen der angeschlossenen Geräte in diesem Bereich liegen. Hier im Beispiel ist jetzt einfach die letzte Nummer der bezeichnenden Adresse nach oben fortgeführt. Das heißt, 192.168.2.2 wäre hier jetzt in diesem Fall ein an das Netzwerk angeschlossener PC. Jede Nummer, also jede Netzwerkadresse, darf im Netzwerk nur ein einziges Mal vorhanden sein. Die komplette Netzwerkkommunikation findet in einem sogenannten Subnetzwerk statt. Bei 192.168.2.irgendwas ist das normale Standard-Subnetzwerk die 255.255.255.0. Diese Art und Weise des Netzwerkaufbaus wird unter dem Protokollnamen TCP/IP zusammengefasst und beschrieben. Es ist wohl das Standardnetzwerk, welches momentan hauptsächlich zur Verwendung kommt. Hier im Beispiel die Einstellungen auf einem Windows-PC. Solange die zugrunde liegenden Spielregeln des TCP/IP-Protokolls beachtet werden, ist es dem Netzwerk vollkommen egal, welche Art von Endgerät angeschlossen ist. Ob es nun ein Windows-PC ist oder ein Linux-Rechner, vielleicht auch ein Smartphone oder ein Tablet-PC, das Fernsehgerät oder der TV-SAT-Receiver, der einen Netzwerkanschluss hat, es ist vollkommen wurscht. Und genauso ist es auch bei einem Amiga. Solange wir uns an die Regeln halten, können wir unseren Amiga mit diesem Netzwerk einwandfrei verbinden. Anzumerken wäre noch, dass es bei den TCP/IP-Protokollen das Protokoll 4 und das Protokoll 6 gibt. Das 6er spielt für den Amiga keine Rolle, wir müssen uns daher nur um die Einrichtung des Protokolls 4 kümmern. Und für die Freunde des DHCPs, also der automatischen IP-Adresszuweisung, sei hier gesagt, macht's nicht. Es ist einfacher, vor allem auch bei der Einrichtung im Amiga Explorer, wenn alle teilnehmenden Adressen eine feste Zuordnung haben. Ich werde meine weiteren Erklärungen auch darauf aufbauen. Doch nun genug der Theorie, steigen wir in die Praxis ein.
Für den folgenden Beispielaufbau verwende ich den euch aus den vorherigen Folgen schon bekannten Amiga 1200. Es ist ein einfacher A1200 ohne Aufrüstung, lediglich mit der euch bereits bekannten Erweiterung, nämlich mit der Festplatte, die eigentlich eine Kompakt-Flashkarte ist. Um den Amiga 1200 ins Netzwerk einbinden zu können, braucht ihr ein Stück Hardware. Naja, das muss eben gekauft werden. Oder vielleicht habt ihr noch irgendwo sowas rumliegen, nämlich eine PCM-CIA-Netzwerkkarte. Hier ist es unbedingt notwendig, dass es eine 16-Bit-Karte ist. Alles, was darüber hinausgeht, kann der Amiga nicht benutzen. In meinem Beispiel verwende ich eine noch relativ leicht zu bekommende Karte von 3COM, das Modell 589. Es gibt auch noch andere Hersteller, die passende Karten anbieten. Da bietet es sich an, im eBay mal wieder reinzuschauen. Wichtig ist dann nur, dass es dafür auch den passenden Treiber gibt. Bei der 3COM-Karte ist dies der Fall. Und dann ist noch ein kleines bisschen Standard-Hardware vonnöten, ein Netzwerkkabel, welches wir auf der einen Seite mit dem Netzwerkanschluss am Router verbinden und auf der anderen Seite mit unserer Netzwerkkarte am Amiga. Das war es an Hardware, jetzt brauchen wir noch die passende Software dazu und die bekommen wir, einfacher geht's nicht, aus dem Aminet. Dort sucht ihr zunächst nach dem Device für die Netzwerkkarte. In meinem Beispiel ist es ja eine 3COM-Karte. Hier suchen wir jetzt nach 3C589. Es erscheint nur ein Eintrag, nehmen wir den doch. Jetzt brauchen wir einen TCP-IP-Stack. Der Windows-User wird sich fragen, was das ist und für was das gut ist. Das fragt er sich zu Recht, denn bei Windows muss man sich darum nicht kümmern. Windows liefert dieses Ding schon mit. Der TCP-IP-Stack ist für die Verbindung zum Netzwerk unbedingt notwendig und beim Amiga-Betriebssystem ist er eben leider nicht mit inbegriffen, deshalb müssen wir ihn separat installieren. Wir benutzen hierfür Miami, hübscher Name für so ein Ding, und zwar die Installation 3.2 Beta. Bitte verwendet nur diese Version. Ich habe es vorher auch mit anderen Versionen ausprobiert, zum Beispiel mit DX, also Deluxe. Dafür reicht der einfache Arbeitsspeicher eines nicht aufgerüsteten Amiga 1200 einfach nicht aus. Also die Version 3.2 benutzen. Gebt in der Suche im Aminet ein Miami 3.2b2 Main und ladet die Datei herunter. Jetzt noch die Erweiterung für den 68020 Prozessor. Gebt dazu ein Miami 32B020 und wieder herunterladen. Damit sich Miami später mit uns auf Deutsch unterhält und nicht auf Englisch, holen wir uns jetzt noch die deutsche Erweiterung. Wir brauchen Miami 32B DOI. Diese Erweiterung ist nicht zwingend notwendig und ich werde sie auch nicht installieren. Wer das möchte, kann es später einfach machen. Ich werde es zum gegebenen Zeitpunkt kurz ansprechen. Die folgenden Downloads müsst ihr nur machen, wenn ihr keine Classic Workbench verwendet. Denn in dem normalen Amiga-Betriebssystem 3.1 sind die folgenden Downloads nicht enthalten. Das GT-Layout-Archiv. Was das jetzt genau ist, muss uns jetzt erstmal nicht wirklich kümmern. Es hat was mit dem Erscheinungsbild von Miami zu tun. Gebt dafür ein Miami 32B GTL. Und dann brauchen wir noch einen Patch, den Card Patch. Dafür sucht ihr einfach nach Card Patch. Steckt jetzt die Netzwerkkarte in den Amiga 1200. Schließt das Netzwerkkabel an die Netzwerkkarte und an den Router an und baut eine Nullmodem-Verbindung zwischen dem Amiga und eurem Windows-PC auf. Wer nicht weiß, wie das funktioniert, schaut euch Folge 3 der Yesterchips an, da wird das hinreichend erklärt. Wenn es soweit ist, schaltet den Amiga ein, schaltet den PC ein und baut mit Hilfe des Amiga Explorers eine Verbindung auf. Nun kopiert ihr die heruntergeladenen LHA-Archive rüber auf eure Festplatte im Amiga 1200. Jetzt machen wir erstmal etwas, was wir schon länger hätten tun sollen und was mit dem Netzwerk nichts zu schaffen hat. Wir deutschen unsere Workbench mal ein bisschen ein.
denn mit einer deutschen Tastatur ist es schon logisch, auch ein deutsches Tastaturlayout zu verwenden. Und wenn die Workbench dann auch noch zumindest so halbwegs auf Deutsch mit uns redet, ist das doch auch ganz nett. Geht in eure Systempartition in den Ordner Storage. Hier drin werden viele Funktionen gelagert, die nicht im laufenden Betrieb notwendig sind. Irgendjemand war der Meinung, dass das deutsche Tastaturlayout hier drin gut aufgehoben ist. Unter Keymaps findet ihr alle verfügbaren Tastaturlayouts. Öffnet nun den Ordner Devs und hier drin die Keymaps. Hier drin sind die aktiven Keymaps drin und wie man sieht, ist nur das Tastaturlayout von Großbritannien gespeichert. Wir ziehen jetzt aus dem Storage Keymaps das D deutsche Tastaturlayout in das Devs Keymaps Verzeichnis. Nun haben wir hier die Vorbereitung abgeschlossen und können dann das Tastaturlayout von Deutschland auswählen. Jetzt holen wir uns die deutsche Sprache. Wir öffnen Local Catalogs und sehen, dass wir hier nur den englischen Katalog haben. Also machen wir wieder Storage auf, dann Local und hier in den Catalogs haben wir die anderen Sprachen, die verfügbar wären. Also ziehen wir jetzt wieder den Ordner Deutsch rüber zu den Catalogs, die in dem Local-Ordner liegen. Und schon kann unsere Workbench Deutsch sprechen. Das heißt schon, wir müssen es noch einstellen. Wir öffnen nun die Prefs und gehen hier in Local. Und hier drin schmeißen wir erstmal als Preferred Language das Englische raus und wählen links in der Liste Deutsch. Jetzt sagen wir noch, dass unser Country Deutschland sein soll und speichern das Ganze. Als nächstes bestimmen wir noch das Tastaturlayout über Input. Hier stellen wir von Britisch auf Deutsch um und speichern ebenfalls. Und jetzt sehen wir ganz oben in der obersten Leiste, dort steht sonstiges RAM. Das heißt, die Umstellung auf Deutsch war überaus erfolgreich. Doch jetzt zurück zum Netzwerk, zurück zu den LHA-Dateien, die wir vom PC auf den Amiga geschoben haben. In meinem Beispiel habe ich die Dateien in die Partition Programme geschoben und jetzt müssen wir sie entpacken. Dankenswerterweise ist bei der Classic Workbench das Entpackprogramm LHA bereits enthalten. Setzt einen Doppelklick auf irgendeine LHA-Datei und es erscheint ein Dialogfenster. Normalerweise gibt man hier einen Befehl ein, der sich nur auf diese eine Datei bezieht. In unserem Falle können wir uns aber die universelle Einsetzbarkeit des Dialogfensters zunutze machen und geben ein LHA X Raute Fragezeichen Punkt LHA. Raute und Fragezeichen stehen beim Amiga für das gleiche wie beim PC der Stern. Es ist also ein Platzhalter. Wir wollen alles entpacken mit der Endung LHA. Wenn der Entpackprozess erledigt ist, meldet LHA Operation Successful. Schließt das Fenster. Und nun aktualisieren wir den Inhalt des Fensters. Rechtsklick. Und siehe da, es steht alles auf Deutsch. Jetzt gehen wir auf Fenster und sagen Aktualisieren. Und nun sehen wir hier unsere entpackten Dateien. Schön aufgelistet als Verzeichnisse. Als nächstes installieren wir den Treiber unserer Netzwerkkarte. Dazu gehen wir in das Verzeichnis 3C589 und hier auf Install. Die Installationsroutine ist bei jeder Installation gleich. Wir klicken einfach auf Weiter und schon ist die Installation passiert. Die Datei wurde kopiert. Sie liegt jetzt im Verzeichnis Devs Networks. Dieses Verzeichnis ist für uns später noch wichtig, wir sollten es uns merken, im Zweifelsfalle aufschreiben. Jetzt installieren wir Miami. Wir öffnen Miami 3.2b Install und starten hier die Install-Datei. Der Installer sieht jetzt wieder ähnlich aus wie beim Treiber der Netzwerkkarte. Wir klicken auf Weiter. Und nun suchen wir uns einen Ordner aus, wo wir Miami installieren wollen. Hier jetzt als Beispiel Programme Miami. Und weiter. Hier kann man jetzt noch auswählen, für welchen Prozessortyp man installieren möchte. Wir nehmen den 68020, denn wir haben einen Amiga 1200.
da ist diese Wahl genau die passende. Und es geht weiter. Mit einem Klick, wer hätte das gedacht, auf Weiter. Jetzt fragt er uns, welchen Stil die Icons haben sollen. Wir nehmen die New Icons. Was anderes könnt ihr auch wählen, das ist Geschmackssache. Ich mag die New Icons. Weiter. Und jetzt wählen wir hier alles ab, bis auf GTL, denn das andere Zeug ist nicht installiert. Wir benutzen zur grafischen Darstellung GTL. Und weiter. Und nochmal weiter. Die Installation läuft jetzt. Das dauert ein paar Sekunden, bis alle Dateien von Miami herüberkopiert sind. Ist etwas Geduld gefragt. Wer die Classic Workbench drauf hat, der bekommt diese Anzeige, nämlich, dass das GT-Layout bereits installiert ist. Also können wir diesen Teil getrost überspringen. Jetzt ist die Installation abgeschlossen und es wird uns noch nahegelegt, jetzt den Amiga neu zu starten. Doch damit warten wir jetzt noch ein wenig. Wer Miami unbedingt auf Deutsch haben möchte, kann jetzt noch die deutsche Erweiterung installieren. Ich zeige das hier nicht, es ist ein Standardvorgang. Die Installation läuft genauso wie die des Netzwerkkartentreibers oder der von Miami. Wer keine Classic Workbench verwendet, sondern die Standard Workbench, hat sich hoffentlich vorhin aus dem Aminet das Cardpatch heruntergeladen. Falls nicht, muss das jetzt nachgeholt werden, damit der folgende Schritt durchgeführt werden kann. Cardpatch herunterladen, entpacken und in das Verzeichnis C in eure Systempartition legen. Damit Cardpatch bei jedem Start des Amiga automatisch ausgeführt wird, machen wir jetzt einen Rechtsklick auf der Workbench, gehen jetzt unter Workbench in Startup und gehen hier auf User. Das öffnet in einem Editor die User Startup Datei. Hier geht ihr jetzt ganz nach unten und fügt als letzten Eintrag einfach das Wort Cardpatch ein. Wenn erledigt, dann einen Rechtsklick auf den Editor setzen und sagen Project Save. So, jetzt haben wir das erledigt und jetzt können wir unseren Amiga endlich neu starten. Alle Vorbereitungen sind beendet. Sobald der Amiga wieder hochgefahren ist, er sollte beim Hochfahren keine besonderen Aktivitäten zeigen, starten wir nun das installierte Programm Miami, einfach mit einem Doppelklick. Beim ersten Start begrüßt uns Miami mit zwei Pop-up-Fenstern, die können wir einfach wegklicken. Es steht darin, dass Miami nicht registriert ist und deswegen nach 30 Minuten immer die Verbindung trennt. Ist leider so. Wir gehen jetzt auf Interface. Bei Interface Type wählen wir aus dem Dropdown-Menü SANA to Ethernet aus. Das ist die einzige Einstellmöglichkeit hier, welche mit unserer Netzwerkkarte zusammenarbeitet. Nun geben wir bei Driver den Pfad ein, unter dem der Treiber unserer Netzwerkkarte abgelegt worden ist. Das war, wir erinnern uns, devs:networks. Und dann der Name unseres Treibers, bei mir war es ja der 3C589. Und dahinter Return drücken. Als nächstes geben wir die IP-Adresse des Amigas ein. In meinem Beispiel war es die 192.168.2.8. Dann will er noch die Subnetzmaske wissen, die 255.255.255.0. Nach jeder Eingabe immer wieder Return drücken, nicht vergessen. Und schließlich bei Gateway die IP-Adresse des Routers 192.168.2.1.
Ist das erledigt, klicken wir unten auf den Button SANA to Parameters und hier auf Query Device. Sollte hier eine Fehlermeldung kommen, ist mit eurer Netzwerkkarte etwas nicht in Ordnung. Wenn aber alles angezeigt wird, so wie hier, ganz oben bei der Hardwareadresse, das ist die sogenannte MAC-Adresse, steht die Hardwareadresse der Netzwerkkarte drin, dann ist alles bestens gelaufen, die Karte arbeitet und sie kommuniziert. Klicken wir auf OK. Dieses Fenster verlassen wir auch mit OK. Und bevor es weitergeht, speichern wir unsere Einstellungen mal. Rechtsklick, Project, Settings, Save as Default. Das heißt, jedes Mal, wenn Miami startet, werden diese Werte nun geladen. Almost there. Jetzt machen wir nur noch die TCP-IP-Einstellungen. Also klick auf TCP-IP. Nehmen oben bei Dynamic den Haken raus. Hinten dran den Hostname könnt ihr einfach so lassen, wie er ist. Nehmt auch den Haken raus bei Verify DNS Service, das erspart euch Scherereien und klickt auf OK. Nun sind wir fertig, jetzt klicken wir mal auf Online und siehe da, Miami is now online. Wir haben es geschafft, der Amiga ist jetzt mit unserem Netzwerk verbunden. Ja schön, super, jetzt haben wir das geschafft, aber was zum Donnerwetter sollen wir damit anfangen? Naja, probieren wir es doch erstmal ganz simpel mit Datentransfer zwischen Windows PC und Amiga. Zu dem Zweck starten wir Miami auf dem Amiga. Setzen Miami online. Da unten steht es wieder. Miami is now online. Und mit einem Rechtsklick können wir über Project sagen Iconify. Damit verschwindet jetzt Miami in einem Icon. Wir sehen hier auf der Workbench jetzt ein zweites Icon. Schauen wir mal ganz oben. Jetzt haben wir nur noch 150 KB freien Arbeitsspeicher. Das ist schon sehr wenig. Jetzt machen wir noch den Amiga Explorer auf und wir sehen hier, die Connection ist nicht mehr Serial, sondern TCP-IP. Und jetzt sind oben nur noch knapp 80 KB frei. Also meine Herren, wir sind jetzt wirklich am Anschlag dessen, was der 1200er kann. Jetzt startet ihr euren mit dem Netzwerk verbundenen PC, der hoffentlich etwas mehr Arbeitsspeicher als der Amiga hat, und setzt auf das Icon des Amiga Explorer einen Rechtsklick und geht in Eigenschaften. Hier ändern wir nun den Connection Type von Serial auf TCP-IP. Wir wollen ja die Netzwerkverbindung nutzen und tragen bei Address die Netzwerkadresse des Amiga ein. In unserem Fall ist das die 8 am Ende. Das, was bei Passwort und bei Confirm Passwort steht, lasst ihr einfach so, wie es ist. Funktioniert schon so. Klickt auf OK. So, und jetzt starten wir auf PC-Seite den Amiga Explorer. Und hier sehen wir wieder, es hat funktioniert. Der Inhalt des Amiga 1200 wird uns angezeigt. Und das Ganze in einer erheblich höheren Geschwindigkeit als zuvor mit der langsamen Nullmodem-Verbindung. Wir können das ja einfach mal ausprobieren, indem wir uns irgendeine Datei schnappen, die auf dem Amiga liegt, und ziehen die mal per Drag and Drop rüber auf den Desktop von Windows. Zum Beispiel jetzt die Miami Deutsch-Datei, die haben wir vorher schon rüberkopiert gehabt, vom PC auf den Amiga. Jetzt machen wir die entgegengesetzte Richtung und ihr werdet feststellen, das ging jetzt schon erheblich schneller als mit dem Nullmodem-Kabel. Gut, saubere Leistung. Das wäre es jetzt gewesen zu meinen Erläuterungen über Amiga im Netzwerk mittels Miami. Worum es in der nächsten Folge der Yesterchips geht, weiß ich jetzt noch nicht so genau. Möglicherweise werde ich mich ein bisschen mit der Hardware beschäftigen, die ungefähr so aussieht wie dieses Ding hier. Man bezeichnet das Ding als Turbokarte und eins kann ich vorab schon sagen, dieses Teil tritt dem Amiga so richtig schön die Gicht aus den Knochen. Aber mehr dazu das nächste Mal. Denkt immer dran, man kann es treiben, man kann es aber auch übertreiben und am wichtigsten ist, dass man immer ein Backup hat. Macht's gut, bis dann, euer Mick.